die Potsdam-Fans extra angereist ins Dietmar-Hopp-Stadion und waren heute sehr laut, um ihre Mannschaft im Kampf um den Champions-League-Platz gegen die TSG Hoffenheim anzufeuern. 3 Punkte trennt die Mannschaften und beide wollen heute hier den Sieg. Am Anfang Jule Brandt über außen viel gekommen und Tine De Kaney mit dem Kopfball. Es ging am Anfang der ersten Halbzeit nicht so viel über die Mitte, dafür über die Außen und Hoffenheim mit einigen guten Chancen, so wie sie sich immer herausgearbeitet haben. Dann diese Situation in der 41. Minute. Kein Foul, Sissoko ist am Ball, wie man hier sieht. Und klare Fehlentscheidung der Schiedsrichterin. Damit die Möglichkeit für Hoffenheim auf das 1:0 durch Chantal Hagel. Hoffenheim geht in Führung und bitter für Potsdam jetzt, dem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. In der 43. Minute dann ein mega schöner Lauf von Katharina Naschenweng, die den Ball dann noch schafft vorzulegen auf Tine De Kaney, aber der ist knapp drüber und somit bleibt es bei dem 1:0 in der ersten Halbzeit und dann noch kurz vor der Pause eine rote Karte gegen Fabian Dongus nach einem karateähnlichen Kick und ganz klar die rote Karte. Also Isabel Kerschowski musste dann auch noch raus, dafür Dina Orschmann eingewechselt und die macht auch gleich mit bei diesem Tor. 1:1 in der 65. Minute. Hereingabe von Maria Plattner, dann Dina Orschmann zuerst, dann Melissa Kössler, die den Ball am Ende über die Linie bringt nach Gewusel hier vorm Tor und damit ist Potsdam wieder im Spiel und Hoffenheim dann auch noch mit einer Spielerin weniger auf dem Platz, hat es echt schwer, hier die Chance auf die 3 Punkte noch zu behalten. Weiter Potsdam, Potsdam besser in der zweiten Halbzeit, in der 69. Minute. Dina Orschmann bekommt hier wieder den Ball und dann macht sie ihn eiskalt rein. 1:2. Vorher ein doofer Ballverlust von Jana Feldkamp. Und dann Dina Orschmann perfekt ausgetuckt, guckt schön platziert ins lange Eck. Und das war's dann auch in diesem Spiel. Die Hoffenheimerinnen enttäuscht. Durch die rote Karte hat ihnen das so ein bisschen das Genick gebrochen. Die Schlussphase aber noch mal besser vors Tor gekommen. Tine De Kaney hier mit Tränen. Gabor Galay trotzdem stolz. Die Niederlage heute ist extrem bitter. Wir werden die Krone richten und werden uns dann natürlich auf Bremen und Sand auch dann dementsprechend vorbereiten. Aber wie gesagt, das Ergebnis heute, das müssen wir erstmal verkraften. Es war ein verdammt hartes Spiel, das wussten wir auch, dass es hart wird. Aber jeder hat sich hier auf dem Platz den Arsch aufgerissen und wir haben uns richtig reingehauen. Und es gab viele Verletzungen jetzt und wir hoffen natürlich, dass bei allen das auch okay ist. Es sei nur zu Hause geblieben. Und ja, es war ein umkämpftes Spiel, aber am Ende sind wir natürlich froh, dass wir jetzt die 3 Punkte mitnehmen können. Potsdam kann sich also freuen. Sie haben Moral gezeigt und Selbstvertrauen in dem Spiel, nach dem umstrittenen Elfmeter auch noch zurückgekommen zu sein. Und jetzt ein 6-Punkte-Polster-Vorsprung auf Platz 4 und 5 ist wichtig für das Restprogramm in der Liga gegen Frankfurt und Bayern. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.